Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Viewer 2. Lasst euch von der vergleichsweise kurzen Folgenlänge nicht abschrecken. Inhaltlich steckt hier eine ganze Menge drin. Und zwar der Bau des ersten, etwas umfangreicheren Überwerfungsbauwerkes. Und zwar mit allem, was hier passiert ist. Also der erste Versuch, den ihr jetzt gerade über die Bühne gehen seht. Da habe ich erstmal versucht, so die Grundform hinzubekommen und eben hier irgendwie die Schienen über die anderen Schienen drüber zu ziehen. Ne? Also Überwerfungsbauten sind ja unter anderem oder eigentlich vor allem deshalb da, also dafür gedacht, um halt Gleiskreuzungen sozusagen zu vermeiden. Dadurch sparen wir uns hier Weichen, müssen hier nicht über die anderen Gleise drüber gehen, sondern wir gehen eben tatsächlich mit so einer Art Brückenbauwerk oben drüber. Muss ich euch aber, glaube ich, nicht erklären. Und der erste Versuch ist halt, naja, der hat zumindest die Grundform habe ich damit schon einigermaßen hinbekommen, auch mit einer vernünftigen Steigung und so weiter, die Dinge, die halt wichtig sind, aber die Gesamtform hat mir halt von Anfang an nicht gefallen und deswegen wird das ganze Ding auch gleich nochmal mehr oder weniger wieder abgerissen und ziemlich massiv umgebaut. Also ihr kriegt hier wirklich mal den vollständigen Einblick in das ganze Gebastel. Auch hier ist wieder natürlich diese Build with Collision Mod, also die Mod, mit der man einfach Kollisionen ignorieren kann, essentiell wichtig in einigen Bauabschnitten. Und auch diese Brückenbaumod, die da dafür sorgt, dass man einfach immer eine Brücke gebaut bekommt, wenn man den aktiviert hat. Man sieht das da unten. Bridge on. Das bedeutet, er baut mir immer eine Brücke. Egal was ich mache. Auch wenn ich in der Ebene baue, baut er mir immer eine Brücke ein. Und das ist natürlich auch super hilfreich. So, dann müssen wir uns hier noch ein Gleis rausziehen, um die andere, um die zweite Rampe hier wieder verbinden zu können. Und das ist natürlich, es ist schon viel Fummelarbeit. Aber so hätte man zumindest schon mal eine Grundform. Das würde schon mal funktionieren und sieht da am Ende auch nicht so schlecht aus, wenn man das alles noch schön ausgestaltet mit Stützpfeilern und so weiter. Dann habe ich erstmal den Brückentypen noch abgeändert, weil mir der ursprüngliche Brückentyp einfach so ein bisschen zu wuchtig erschien. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen, naja, eleganter gelöst, würde ich mal sagen. Passt optisch einfach ein bisschen schöner rein. Dann bin ich schon mal ein Stückchen zufriedener, aber es ändert natürlich nichts an der Gesamtform des Überwerfungsbauwerkes. Was mir hier halt vor allen Dingen überhaupt nicht gefallen hat, da seht ihr gleich, wenn wir das alles umbauen, ist, dass halt quasi die darunterliegenden Gleise einfach in der Ebene durchgeführt werden und nur oben quasi so bogenmäßig eine Brücke oben drüber geht. Und bei den meisten Überwerfungsbauwerken, die ich mir mal so angesehen habe, ist es ja so, dass die darunter durchführenden Gleise halt auch einfach so ein bisschen abgesenkt werden. Und die Gleise, die oben drüber führen, halt dann nicht so die massiv große Steigung haben und nicht so hoch sind, sondern das gleicht sich halt so ein bisschen an, wenn ihr wisst, was ich meine. Die drunterliegenden Gleise und die oben drüber führenden Gleise. Werdet ihr gleich alles sehen. Ich denke, das klärt sich gleich noch auf. Hier habe ich dann schon mal begonnen, so die Brückenpfeiler einzubauen. Eigentlich die ärgerlichste aller Aufgaben, weil ich das dann sowieso alles nochmal wieder abreißen musste. Aber ich habe es mal in der Zeitraffer drin gelassen, größtenteils. Einfach weil die Bauweise, finde ich, das kann man schon so machen. So. Erster Versuch. Hier nochmal ein bisschen so zur Gesamtübersicht. Und eigentlich hat es mir da schon nicht gefallen. Da wusste ich schon, dass, auch wenn es viel Aufwand war, aber dann irgendwie eine Woche später oder zwei bin ich dann nochmal dran gegangen. Also das dürfte irgendwann im März gewesen sein oder so, Anfang März, glaube ich, wo ich das gemacht habe. Und habe mir gedacht, komm, jetzt setz dich nochmal hin, bevor du hier was Unzufriedenes präsentierst oder was präsentierst, mit dem du halt nicht zufrieden bist. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen hier nochmal massive Umbauarbeiten, alles nochmal wegreißen hier, größtenteils zumindest. Nur die Grundstruktur stehen lassen. Und jetzt seht ihr schon, die Gleise, die da runter hindurch führen sollen, die werden einfach ein paar Meter abgesenkt. In dem Bereich, wo das Überwerfungsbauwerk hier drüber geführt wird. Das ist, denke ich, nicht nur realistischer, sondern sieht am Ende tatsächlich auch deutlich besser aus. Und dann werden die oben drüber führenden Gleise wieder zusammengesetzt.
Auch hier ist natürlich diese Build with Collision Mod wieder extrem hilfreich. Und dann sieht das schon deutlich besser aus hier, die ganze Nummer. Dann haben wir nicht mehr diese ganz hohe Brückenführung, sondern das ist jetzt einfach ein paar Meter abgesenkt. Wir kommen trotzdem gut über die darunterliegenden Gleise drüber. Und ihr seht das ja dann auch in den bewegten Bildern, das sieht schon deutlich, deutlich besser aus. Naja, dann wird das Ding halt wieder zusammengebaut. Da gehen wir wieder dran mit allerhand Beton und stützen das Ganze ab, damit das hier nicht einknickt. So, und dann nimmt das langsam hier vernünftige Formen an, denke ich. Und das wird, glaube ich, auch so ziemlich die erste wirklich richtig vernünftige Filmstelle. Wenn hier die Züge oben drüber rollen und unten drunter durch, dann ist das hier schon ganz ansehnlich. Naja, dann werden hier noch die letzten Lücken gefüllt, alles noch schön mit Beton ausgekleidet, stabile Brückenpfeiler erstellt. Da sind wir auf einem guten Weg. Hier nochmal kleinere Umbaumaßnahmen. Da habe ich auch einfach quasi hier nochmal versucht, so einen Brückentyp mit einzubauen. Seht ihr das? Auch so ein nettes kleines Detail. Dadurch entsteht hier einfach quasi so eine Betonwand. Kleine Betonwand mit einem Geländer dran sogar. Hier habe ich ein paar von diesen Bögen noch mit eingebaut. Sieht auch ganz schnucklig aus, finde ich. Und dann gehen wir hier noch seitlich so ein bisschen dran. Betonieren uns das hier am Rande des Straßenverlaufs alles noch ein bisschen ein. Quasi Stützbauwerke. Hier nochmal kurz ein Behelfsgleis mit reingezogen, damit ich hier auch nochmal ein paar von diesen Betonelementen mit andocken kann. Auch hier nochmal eine kleine Mauer reingezogen. Ja, das ist dann so der Bereich der Fummelarbeit. Hier nochmal einen Zaun ergänzt. Kleiner Metallzaun, um das hier abzusichern. Und dann haben wir es auch gleich fertiggestellt hier, dieses erste etwas umfangreichere Überwerfungsbauwerk. Viele weitere werden definitiv noch folgen. Das Thema kam auch definitiv viel zu kurz auf der letzten Karte, wie ich finde. Okay. Funktioniert. Kleiner Funktionstest. Und dann werden wir uns das Ganze gleich noch schön hier in Bewegung mit den rollenden Zügen ansehen. Ein paar kleine Details sind halt wie üblich natürlich noch dazugekommen. Aber das bekommt ihr jetzt direkt noch zu sehen. Auch hier wird natürlich in den bewegten Bildern wieder massiv gespoilert. Zum Beispiel diese ganze S-Bahn-Station und das Drumherum. Das wird natürlich eine eigene Folge werden. Und da dürfte dann auch das meiste von der ganzen kleineren Detailarbeit rund um dieses Überwerfungsbauwerk noch mit drin sein. Ich habe natürlich auch diese ganzen oder einige der Betonpfosten noch ein bisschen mit Graffiti ausgestattet, habe da ein bisschen Müll verteilt und all so ein Kram. Und an den Gleisen ist auch noch ein bisschen was passiert, Stichwort Hinweisschilder, Stromkästen und all so ein Kram. Aber wir wollen uns mal einfach nur auf dieses Überwerfungsbauwerk konzentrieren. Und ich denke, da sind mir ein paar ganz nette Perspektiven gelungen. Hier so die Überfahrt der Züge. Und wenn sich dann quasi auf Höhe des Überwerfungsbauwerks auch nochmal ein paar Züge treffen, die gerade unten durchfahren. Ja, ich bin wirklich zufrieden mit dem Ding hier. Behutsam gleitet der Schweizer Kollege hier Richtung Hauptbahnhof. Die ganzen Gleise sind schon ganz gut in Form gebracht hier mit den ganzen Schotterzwergen, mit den Hinweistafeln, mit der ganzen Oberleitungsaufhängung bin ich wieder ein Stückchen weiter gekommen. So, schön. Hier kann man es wunderbar erkennen. Ne? Die leicht abgesenkten Gleise nicht zu viel, aber halt so ein ganz kleines Stückchen, vielleicht so 1,5 Meter abgesenkt. Und da drüben geht es dann wieder ein Stückchen hoch und dann rollen die Züge weiter Richtung Hauptbahnhof. Das ist auch so ziemlich der einzige Abschnitt, wo sich die S-Bahn und die anderen Züge manchmal so ein bisschen in die Quere kommen.
Ansonsten ist das alles schön voneinander getrennt. Ja, das Wartezeichen ist da irgendwie so ein bisschen deplatziert. Weiß nicht, was da passiert ist. Werde ich nochmal tauschen. Eine Signalbrücke habe ich hier auf der Höhe nochmal mit eingebaut, ne? Das hat ja auch der ein oder andere kommentiert. Bau doch mal mehr Signalbrücken. Gerade so im Hauptbahnhofbereich oder generell im Stadtbereich. Kommen die Dinge einfach gut. Deswegen gibt es die hier auch vermehrt zu sehen. Ah, sehr schick. Ein Nightjet rollt ein. Einmal schön unten durch. Und weiter Richtung Hauptbahnhof. Ah, da lässt sich wunderbar filmen hier. In der Ecke. Und da werden wir sicherlich auch des Öfteren nochmal mit der Kamera vorbeischauen. Der nächste Schweizer Kollege. International unterwegs. Auch ein wirklich gut aussehender Zug, muss man sagen. Da hinten könnt ihr auch schon schön das ICE-Betriebswerk erkennen. Das ist wieder hier diese Kölner Variante. Finde ich ganz, ganz überragend. Darf hier natürlich auch nicht fehlen. Ja, und in diese Richtung wird es dann irgendwann weitergehen. Alles noch Rohbau, wie man sehen kann. Aber die Gleise liegen schon mal weitestgehend. So, aus der anderen Richtung kommend IC79. Der Klassiker. Auch der schlängelt sich unten durch. Sehr schön, jetzt kommt hier mal so ein bisschen Betrieb auf. Na, da tut sich was, ha? Huh? Das ist nicht so schlecht hier, die ersten Perspektiven rund um dieses Überwerfungsbauwerk. Das nächste Überwerfungsbauwerk wird auch nicht allzu lang auf sich warten lassen. Da habe ich auch nochmal was auf der anderen Seite des Hauptbahnhofes quasi geplant, um die S-Bahn einmal über die ganzen Gleise drüber zu führen. Ist auch schon fast fertig. Ja, vielleicht zur übernächste Folge könnte sein, dass wir das dann schon in Angriff nehmen können. So, und hier die 181 hat jetzt auch wieder ein bisschen was anderes am Haken im Vergleich zur letzten Folge. Nochmal ein bisschen was Klassischeres, kann man vielleicht sagen. Schön einheitlich hier in Ozeanblau-Beige. Na okay, hier mit erster, zweiter Klasse vielleicht ein bisschen geschlampt bei der Zusammenstellung. Da hätte ich den Wagen nochmal drehen müssen. Kleine Details. Aber irgendwem wird es aufgefallen sein. Garantiert. Da sind einige Adleraugen dabei. Auch hier alles mit den KS-Signalen aus der Mod-Werkstatt ausgestattet. Da hat man wahnsinnig viel Auswahl, was die Signalbilder angeht. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben, hier vernünftige Weichenstraßen hinzubekommen, ne? Möglichst langgezogen. Ja, wunderbar, hier. Tolles Timing. Drunter und drüber, würde ich sagen. Und stellt euch vor, wir hätten hier dieses Überwerfungsbauwerk nicht, ne? Dann hätte man das alles so mit kreuzenden Gleisen und vielen Weichen lösen müssen. Würde natürlich zu unfassbar vielen Zugstaus führen. Und so rollt der Verkehr halt einfach schön. Ganz geschmeidig. Ja, toll. Bin begeistert. Die nächste virtuelle Modelleisenbahnanlage geht an den Start. Die Züge rollen. Q
cool. Und möchte nebenbei bemerkt, das ist jetzt tatsächlich auch wieder schön chronologisch alles gewachsen. Ne? Vom Hauptbahnhof ausgehend, dann hatten wir letzte Folge diese Unterführung, diesen ganzen Bereich. Jetzt sind wir einfach schon eins weitergekommen. Ich werde auch zusehen, dass wir diese S-Bahn-Station hier unten zeitnah fertig bekommen. Da fehlt ja auch nicht mehr viel, wie man sehen kann. Eigentlich kann man es fast schon so stehen lassen. Ich möchte den Bahnsteig noch ein bisschen verändern. Ein paar kleinere Details noch mit reinpacken und dann werden wir das auch abhaken. Und dann einfach schön so weitermachen. Aber ich denke mal, also bis jetzt sollte das alles noch halbwegs gut nachvollziehbar sein, hoffe ich doch. Der ganze Gesamtbaufortschritt. Na schön. Hier rollt nochmal ein klassischer Intercity Richtung Hauptbahnhof. Und dann kommen wir auch langsam zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.